Liebe YouTube-Freunde, was läuft da beim Mauerhausi? Eigentlich wollte ich da Saatkartoffeln holen mit diesem Wagen. Und da ist ein Problem dazwischen gekommen. Da, diese Pneu ist da schwer defekt. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Da muss ein neuer Pneu rauf. Unbedingt. Geht nicht anders. Das sieht echt schlimm aus. Ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Letzten Herbst habe ich den weggestellt, da habe ich noch nichts bemerkt. Wenn es schnell gehen sollte, der braucht noch Benzin. Ich kann noch schnell tanken. Wieder mal der Preis, aktuelle Preis in der Genossenschaft Erfigen. 1,49 Franken der Liter Benzin. Auf die Tanksäule ist 1,58. Ein Lappen günstiger. War er mit diesem defekten Pneu, mit diesem defekten Rad zur LMG Graswil, meiner Fanvertretung. Dort haben sie auch Räder an Lager. Ich denke, da kann ich da ein Ersatzrad direkt mit nach Hause nehmen. Schöne Kartoffel, leicht angetrieben, gut. Das ist mein eigenes. Meinem eigenen Saatgut retour, das war hier in Wetterkindern gelagert über den Winter, wurde sortiert, kalibriert und sortiert. So, Ladung gesichert. Jede Aloxe quer über mit einem Spannset fixiert. Auf diesem Wagen sind 15 Boxen. Kartoffelzentrale Bettekinden. Dort lagere, verkaufe ich mein Saatgut und ich lagere das eigene, das ich wieder dann zurücknehme, um selber Vermehrung zu produzieren.